Moin Moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Tirim. Ich möchte mit euch jetzt ein neues Let's Play starten von den Fußballmanager 23. Ich habe da gerade was gesehen und das würde ich mich nicht auf mich sitzen lassen. Das geht gar nicht. Die Saison 2022-23 ist ja jetzt vorüber. Und da war ich mal ein bisschen neugierig. In der Vergangenheit hatte ich ein längeres Let's Play gehabt mit dem FC Mecklenburg-Schwerin. Ja, sogar glaube ich zwei Let's Plays, kann das sein? Ich glaube ja. Und da wollte ich mal gucken, auf welchem Platz sie gelandet sind. Ja Leute, schauen wir uns das mal an. Ihr seht glaube ich gar nichts, jetzt seht ihr was. So, das ist die Seite von FC Mecklenburg-Schwerin. Und dann bin ich auf den Spielplan gegangen. Leute, haltet euch fest. Ne? Schön, der FC Hansa Rostock 23, U23, ist aufgestiegen mit 81 Punkten. Respekt. FC Hansa ist ja mein Lieblingsverein. Glückwunsch an die Jungs. Und guckt mal da, wo FC Mecklenburg-Schwerin gelandet ist. Auf den vorletzten Platz mit 28 Punkten. Geht gar nicht, ne, Leute? Blau-Weiß 1890 Berlin hat keine Zulassung bekommen. Wenn man mal so in die Punkten sehen, würde sogar Schwerin auf den allerletzten Platz landen. Nee, Leute, das geht gar nicht. Wir können das besser. Wir können ja schon mal reingehen. In Datenbank angeguckt, das ist auch so gut wie diese Mannschaft. Gab drei Spiele fehlen. Einer von den Verteidiger fehlt. Der Back fehlt. Und ich glaube, irgendeine fehlt noch. Ich glaube, er fehlte. Ist nicht mehr in der Datenbank drin. Ist auch nicht so wild. Leute, das würde ich nicht, auch nicht auf mich sitzen lassen. Das geht gar nicht. Und daher starten wir ein neues Let's Play. Zu meinem letzten Let's Play von dem Fußballmanager 22 war ja auch ein Challenge. Musste ich leider abbrechen, da ich im Spielstand nicht mehr reinkam. Warum auch immer, das Spiel stürzte immer ab. Trotz Neuinstallation, von daher. Starten wir jetzt. Genau, jetzt sind wir drin. Super, dann starten wir das neue Spiel. Standard, wir starten mit. Ja, wir starten so. Ich muss mein Lautstärke auf Ohr ein bisschen weniger machen. Ja, war mir doch ein bisschen zu laut gerade. So, das passt alles. Wir wenden die September-Datenbank von 1.9.22. Aber ich habe eine Änderung gemacht im Datenbank. Ich habe einen Vornamen umgeändert. Ich habe das Datenbankstandard verkehrt von einem Spieler. Wartet mal. Von ihn hier. Sein Vornamen ist anders, als er eigentlich heißt. Darum habe ich das jetzt nochmal umgeändert. So, wir spielen mit zukünftigen Transfers. Aber es Transferfenster gibt es nicht. Weil wir starten mit der Mannschaft so, wie es eigentlich ist. Wenn sie echte Gelder. Geht vor defensive Gehaltswerte, anstatt die basieren und die Fehler zu generieren. Aber einer, da hätte ich auch Bock drauf, ne? Ja, los, warum nicht? So. Ja, welche Ligen nehmen wir mit?
Das ist immer eine gute Frage. Brasilien, die ersten beiden die erste Liga von jeweils. Okay. Ja, Deutschland ist klar, bis runter, bis Oberliga. England würde ich ja auch so lassen. Wen haben wir denn noch? Italien. Ist auch in Ordnung. Habe ich gar nicht England drin hier? Frankreich, genau. England, genau. Österreich können wir noch mitnehmen. Ja, Polen könnte man auch. Genau. Ich würde sagen, und ja, Vereinigten Staaten könnte man eventuell. Obwohl ich auch mal so Bock habe, so in Thailand, irgendwie so außerhalb von Europa. Da hätte ich auch mal irgendwie Bock mal. Nee. So lassen wir das erstmal. Ja. Mal gucken, ob wir das besser hinkriegen. Ich denke schon. Ich habe ja offline ein bisschen mit meiner Mannschaft gespielt in letzter Zeit. Und das wird schon klappen. So. Aber ich würde jetzt auch gleich mal einen Cut machen. Denn ich würde gerne, wenn es soweit ist, einmal den Kalender machen und die Trainingsziele einstellen. Genau. Und dann sehen wir uns dann dementsprechend uns wieder, würde ich mal sagen. Ich freue mich so. FC Mecklenburg Schwerin. Wir kommen zurück für 2 Jahre. Ja. Nationalmannschaft nehmen wir nicht mit. Genau. Ich mache jetzt eine kleine Pause und dann sehen wir uns gleich wieder. So. Genau. Bis gleich. So, ihr Lieben, dann geht's jetzt hier weiter. Ich habe erstmal den Mitarbeiter Verträge angeboten, gesucht. Dann habe ich die Jugendmannschaft ein bisschen sortiert und aussortiert. so sieht's gerade aus. Gute Talente haben wir da. Trainingsziel habe ich schon angepasst. Die erste Mannschaft habe ich auch die Trainingsziele angepasst und auch schon meine Formation so ausgesucht. Das ist ein 4-4-2 mit hängende Spitze. Was ich jetzt noch nicht gemacht habe oder teils gemacht habe, ist das Kalender. So sieht's aus. Wir beginnen morgen mit einem Tag der Jugend, denn Sponsorentag, Saisoneröffnung und Laktattest. Sofern wir einen Co-Trainer haben, geht es weiter mit dem Probetrainingstag. Bin noch leicht am Überlegen, ob wir ein Trainingslager machen wollen. Ja, können wir vielleicht. Training habe ich noch nicht gemacht. Ich habe mir so Trainingspläne runtergeladen. Können wir uns einfach mal eigentlich machen. So, haben wir das auch schon eingestellt. Das können wir dann machen, wenn wir den Co-Trainer haben. Wie war das? Alles 20, ne? 20, da die 80 und dann 100. Das ist einmal recht gut.
Sofern wir den Code drin haben, mache ich da rein. Ja. Einzig Problem, was wir haben, wir haben nicht so gute Innenverteidiger, Außenverteidiger. Also müssen wir mal schauen, wie wir das regeln. Also ja, schauen wir mal, wie wir das regeln. Wir haben ja im Jugendmannschaft noch ein, zwei gute Talente. Ich würde ihn eigentlich schon nach oben holen. Warum auch nicht? In den Kader berufen für 4 Wochen. Und den Mehmet könnten wir auch holen, aber da wir eigentlich gut bestückt sind mit Stürmer, was überbestückt sind, können wir demnächst einmal alles mal ein bisschen aussortieren an Stürmer. So viel brauchen wir gar nicht. Genau, den Zabel habe ich jetzt umtrainieren oder trainieren lassen zum rechten rechten Angriff. Bei links und rechte Mittelfeld haben wir, möchte ich gar nicht haben. Aber bis jetzt sieht das eigentlich soweit gut aus. Ich will einmal hier machen. So. Genau, wir könnten jetzt noch mal gucken. Wir könnten hier schon mal mit den ersten Spielen machen. Freundschaftsspiele. Statt die Gegner auswärts. Ja, ich würde aber sagen, so Oldenburg. Genau. Wenn wir nochmal machen, vielleicht doch mal mit einem starken Gegner. Stuttgart. Mercedes-Benz Arena. Können wir auch mal machen. Würde ich doch mal sagen, dass wir denn hier nochmal in den Trainingslager gehen. So. Hauen wir nochmal so richtig. Ein bisschen auf dem Geld müssen wir auch drauf achten, ne? Darf man nicht vergessen. Ist okay, mehr dürfen wir aber nicht. Doch, das passt. Aber mehr dürfen wir da nicht machen. So. Können wir hier noch mal ein bisschen Freundschaftsspiele machen? Oder so ein Turnier können wir auch mal machen. Da finden wir natürlich jetzt keinen guten Gegner, von daher lassen wir das. Also ich glaube, die ersten beiden Ligen, ne, spielen da schon. Flensburg. Eigentlich auch eine gute Mannschaft. Da. Können wir ruhig bei uns mal machen.
Und ja, wo geht's denn sonst so hin? Weiß ich nicht. Minimobil. Erste FC-Lok Stendal von mir aus. Okay. Dann würde ich mal sagen, ja, das war unsere kleine Vorbereitung. In die nächste Folge geht's dann rein, dann starten wir in die ja, neue Saison. Und wir werden das natürlich hinkriegen, nicht abzusteigen. Schauen wir mal, ne? Was ich aber noch mal gucken möchte, ist. Jetzt weiß ich, was ich noch machen wollte. Wir haben ja noch keinen Hauptsponsor, neuerdings. Ja, das müssen wir noch fixen machen. Wie wir handeln mal. Prämien ist mir eigentlich egal. Ich würde auch immer, ich gehe immer gerne runter auf ein Jahr. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen geduldig sein, ein bisschen runtergehen. Ideal, wenn wir halt ein Jahr Laufzeit haben. Kommen wir auch ein bisschen entgegen. Hier kommen wir auch ein bisschen entgegen. Ja, mit der Laufzeit können sie ein bisschen runterkommen. Ja, die werden so ein bisschen pissig auf mich. Die gehen nicht runter, ne? Na gut. Okay. Dann ist das so, 3 Jahre Laufzeit. Naja. Gucken wir mal, was wir hier machen können. 30 Bände sind noch frei. Hier können wir noch, dann können wir noch mal einen Sponsoren anwerben. Und dann können wir noch ein bisschen was für die Fans machen, wenn wir wollten. Aber nee. Hier Mitgliederkampagne können wir noch mal starten. Ich bin nur gerade am Überlegen, ob wir noch so ein Scouting mitnehmen wollen. So viel Geld habe ich leider nicht. Was haben wir hier? Nee, Scout One. Ja. Weil wir müssen ein bisschen Geld aufpassen, ne? Aber soweit sieht das schon mal gut aus, oder? Ja, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Lasst mal eine Bewertung da und dann sehen wir uns in der nächsten Folge uns wieder. Und dann geht das rein in der Saison. Ich freue mich. Bis dann. Viel Spaß auf meinem Kanal. Jetzt bin ich Baby weg und tschüss.